So, und damit läuft die Aufnahme. Wir haben hier letztes Mal unser kleines Abwehrding hier gebaut. Ein paar Bänke, ein Feuer und schon ein Shelter und dieses hässliche nutzlose Teil hier natürlich. Ansonsten, es wird, glaube ich, gerade morgen, hoffe ich mal. Ja, ich hoffe es einfach mal. Dann gucken wir nämlich jetzt weiter. Zünden wir erstmal hier an, damit wir es hier ein bisschen gemütlicher haben. Zu essen und zu trinken brauchen wir auch wieder. Das ist natürlich ganz gut. Und da sollten wir noch genug haben. Jawohl. So, und dann setzen wir uns da so lange auf die Bank, die wir ja jetzt neu haben und über die ich mich total freue, dass man sich da echt hinsetzen kann. Naja, gut. So, halt, nein, sitzen bleiben. Wir haben hier unseren Teich. Wir haben eigentlich alles, was man sich so am Anfang holen sollte. So, Futter haben wir jetzt auch. Dann können wir mal die hier noch anziehen. Gut. Sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Tja, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt direkt anfangen, hier Wände zu bauen oder lieber noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich würde schon mal ganz gerne hier hinten absperren, weil da knallt die Sonne immer so rein. Obwohl das natürlich auch irgendwie ganz cool aussieht hier mit der Sonne. Es hat schon was Episches. So, für so ein Screenshot wäre das schon ganz geil. Nee, natürlich nicht. Folgendes, und zwar machen wir jetzt einfach mal hier hinten Mauern hin. Das machen wir jetzt einfach mal. Und ich nehme jetzt mal diese hier, weil ich glaube, die brauchen weniger Stöcke wie die anderen. Und ich glaube, das sollte eigentlich auch locker reichen hier. Ja, die brauchen nur 5, die anderen brauchen, glaube ich, 6. Soweit ich mich erinnere. Dann hätten wir immer einen gespart. Das geht natürlich dann schneller. Und darum geht es ja hier. Wir wollen ja jetzt hier wieder nicht ewig rumbauen, weil wir wissen ja aus Erfahrung, das bringt nicht so viel. Und deswegen machen wir das diesmal jetzt ein bisschen zügiger. Krampfball um. Zack. Rums, jawohl. Komm. Dankeschön. So, dann einmal den hier rein. Und da hinten die beiden. Dann haben wir unsere Mauer schon wieder fast fertig. Das gefällt mir. So, was zündet der jetzt an? Hoffentlich nicht unser Y. Das hat geleckt. Ach scheiße, jetzt hat er doch die Hände angezündet. Die kann man nämlich, glaube ich, nur einmal anzünden, sobald ich das mitbekommen habe. Und die wollte ich eigentlich anzünden, wenn die Viecher kommen. Naja, gut. Jetzt brennt es schon. Jetzt muss ich mal eben mein Handy auf stumm schalten, sonst haben wir nämlich da gleich wieder das Problem, weil ich es nämlich schon wieder vergessen habe. So. Okay. Zack, okay. Die erste ist fertig. Die erste von weiteren vielen. Gucken wir mal, ob man die jetzt auch connecten kann. Aber ich glaube, die kann man nur connecten, solange man die noch nicht gebaut hat. Ich glaube, man muss dann hier so. Naja. Fast getroffen. Ich glaube, jetzt hier kann man. Ja, hier kann man jetzt connecten, genau. Zack. Und genau, dann bauen wir hier um die Ecke, würde ich sagen. Zack. Und. Puh. Hier natürlich nicht um die Ecke, sondern den bauen wir so weiter. Ich würde sagen, das machen wir so, das ist ganz cool. Wir bauen das so ein bisschen im Mauerstyle. So. Dann können wir eigentlich auch schon wieder um die Ecke. Also so.
Und das Ganze wieder so. Jetzt haben wir nur ein Problem. Jetzt baut er das hier immer weiter runter in den Boden rein. Nee, das ist nix. Ja, dann legen wir jetzt mal da hinten die noch hier hinten an. So. Zack. Und dann bauen wir die erstmal. Entschuldigung. Haben wir da jetzt schon. Oh, wir haben Beine im Inventar. Lecker. Oh, sorry. Mein Kopfhörer will heute nicht so, wie ich das will. Der rutscht die ganze Zeit heute. So. Ach, da hinten hätten wir doch noch zwei Baumstämme gehabt. Mein Gott, okay. Die habe ich jetzt natürlich vergessen. Aber das macht ja nichts. In der Zeit, wo der da rumkippt, können wir die mal holen gehen. So. Der hier. Und da noch rein. Und dann haben wir schon wieder eine fertig. Und da kommt man auch nicht durch. Okay. Wunderbar. Gut. Hier liegt noch einer. Den dürfen wir natürlich jetzt mal nicht vergessen. So. Dann sagen wir mal gleich weiter. Hier haben wir ja zum Glück noch Stämme. Eine ganze Menge. Aber jetzt haben wir schon einen ganz guten Anfang eigentlich. Jetzt haben wir schon wieder zwei Bäume gemacht und zwei Wände gebaut. Wenn das so weiterläuft, dann kriegen wir das doch hoffentlich hin bis zum nächsten Update. Bis dann wieder alles von vorne losgeht. Ja, schön. Und wie gesagt, immer noch, wenn ihr da gerne ein anderes Format sehen wollt. Also ich habe ja jetzt mit Arma 3 angefangen. Sagt mir da übrigens auch, wie es euch gefallen hat oder wie es euch gefällt mit Dominik zusammen. Und ob wir das so gestalten sollen oder ob ihr das Abbauen dann auch sehen wollt. Keine Ahnung, kann ja sein. Haben wir jetzt hier noch einen Stamm? Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht mitgezählt. Ich glaube nicht, gut. Ja, versucht einfach mal da ein bisschen Feedback reinzubringen. Dann weiß ich das auch. Wenn ihr übrigens Spielvorschläge habt, bitte zu mir. Ich nehme die gerne an und werde die auf jeden Fall auch umsetzen. Einer meiner YouTuber hat jetzt The House vorgeschlagen. Da würde ich auch ganz gerne wissen, wie ihr das Spiel findet und ob ihr das sehen wollt. Ich persönlich finde es, ich bin nicht so der Fan von Click-to-Play-Spielen, also von sich durchklicken durch Spiele. Aber gut, wenn ihr das wollt, dann würde ich das gerne anfangen. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ihr könnt euch dazu ja mal einen Trailer angucken. Oder von mir aus auch andere Gameplays angucken. Wenn euch das mehr hilft. Wo ist der Stamm hin? Weg. Futsch. So. Und dann sehen wir auf jeden Fall weiter, wie ihr das findet. Hoffentlich. Findet. Weil mich das sehr interessiert immer und ich dann da schon immer über jedes Feedback ziemlich dankbar bin. Was man, glaube ich, auch merkt. Also, zum Beispiel einen, den habe ich auf dem Kanal, der wirklich fleißig abonniert. Vielen Dank an dich. Fleißig abonniert. Fleißig kommentiert. Entschuldigung. Kann passieren. Und dafür auch nochmal ein dickes Dankeschön an dich. Gerne weiter so. Du bekommst natürlich auch immer Antworten von mir. So, okay. Dann. Oh, hier ist ein Pilz dran. Und der ist anscheinend reingemappt. Das ist gar keiner. Das ist nur so ein Stiel. Okay. Na gut, da kann ich mit leben. Dann nehmen wir halt den hier. So, zack, zack, zack. Wunderbar. Weg damit mit dem Baum. Fall um, Fall um, Fall um. Danke. So, so. Ja.
Kann man doch lassen. Es wird auf jeden Fall wieder verdammt viel Arbeit. Ich sehe das jetzt schon. Ich dann hier oben alles noch eingrenzen will. Boah, das wird wieder verdammt viel Arbeit, Leute. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Dafür haben wir ja die folgende Zeit. Und dann sehen wir das. Dafür haben wir Zeit. Und wie gesagt, Vorschläge zu dem Vorhacken von den Bäumen gerne zu mir. Also ich kann natürlich ganz schlecht oder ich mache das sehr ungerne. Ich hätte das natürlich so machen können, aber ich mache das sehr ungerne, dass man, dass ich die vorhacke und dann in-game bleibe, bis ich die Aufnahme beginne. Oder die vorhacke und dann direkt die Aufnahme beginne. Aber ihr müsst bedenken, ich muss das mal vortesten. Also ich muss immer jedes Mal vorher einen Soundcheck machen, sonst bin ich meistens dann entweder zu laut oder zu leise. Und da ich mit Videokamera aufnehme, ist das nicht so besonders gut. Deswegen, weil ich mich nicht aus dem Spiel hier raustappen kann. Also ich kann dieses Spiel hier irgendwie nicht... Ich kann schon raustappen, aber dann ist es meistens so, dass ich nicht mehr reinkomme. Dass er dann einfach nur noch schwarzen Bildschirm anzeigt und das war's dann. Und deswegen ist das ein bisschen schlecht. Wenn ihr da Vorschläge habt, andere, bin ich natürlich gerne offen für. Ich würde das auch gerne erleichtern oder erleichtern vor allem. Verkürzen die Zeit, wo ihr hier sinnlos mir zuguckt, sage ich mal. Aber momentan sehe ich da einfach keine Möglichkeit, wie das gehen sollte. Jetzt können wir hier schon wieder was futtern, weil der schon wieder kaputt ist hier. So, drauf damit. Das Ganze mal noch ein bisschen einheizen und dann können wir uns eigentlich schon aufs Bänkchen setzen. Ja. Wie gesagt, lasst da einfach mal Ideen da, die euch einfallen. Das Ding ist schon wieder aus. Das ist natürlich nicht so gut, nicht so sonderlich Bombe. Oh Mann, ey. Also da müssen wir uns noch was überlegen. Das gefällt mir gar nicht da. Das Ding. Das geht die ganze Zeit aus. Was ist schon fertig? Ist er noch ganz rot? Aua, fuck. Ah, fuck, wo war das Ding da? Ah. Scheiße. So, direkt noch einen Baumstamm gefunden. Passt. Also war es doch zu was gut, dass ich da reingegangen bin ins Feuer. Jo. Gut, zack. Hier haben wir allerdings den Vorteil, hier sind die Bäume wirklich direkt daneben. Also hier haben wir nicht auch noch lange Laufwege. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Verteilen sich schon wieder kilometerweit. Naja. Zack. Bis jetzt hatten wir komischerweise auch hier noch keinen Besuch. Also, bis jetzt ist alles ganz ruhig. Aber man soll sowas ja immer nicht rausschreien, sonst kommen die Viecher noch. Aber ich habe mit denen eigentlich mittlerweile kein Problem mehr, also das geht ganz gut mit der Axt. Ja, ich sag es noch und da sind sie. Wahnsinn. Wie bestellt. Cool. Gefällt mir. So, Mädel, dann komm mal ran hier. Wo ist sie jetzt hin? Da hinten läuft sie. Mädel, hier, komm. Hier bin ich. Korrekt. Ah. Jawohl. Ja, da schaust du was. So, zack in dein Kopf, Mist. Zack in dein Kopf. Okay, und da hinten steht auch noch einer. Komm her hier, komm ran. Ich habe natürlich auch noch ein Händchen frei. Zack. Zack. Lol. Lol, was machst du da für Akrobaten-Techniken? So. Gut. Sag ich doch, mit denen wird man mittlerweile relativ leicht fertig, wenn man da ein bisschen Übung hat. Sind die nicht mehr so allzu die Bedrohung. Finde ich natürlich nicht so besonders cool. Langsam wäre es jetzt mal Zeit, dass die Big Bosse dann auch kommen. Aber dafür müsste man halt erstmal ein Lager aufbauen können. Und ja, Leute, fix das mal. Ist ja nervig. Das wäre so ein geiles Spiel. Leute, strengt euch an. Ich schaff das. Ich glaube an euch. Ich glaube auch daran, dass wir irgendwann mal es schaffen werden,
ein Update runterzuladen, ohne jedes Mal neu anfangen zu müssen. Ich denke, das geht auch irgendwann. Hoffentlich bald. So. Weil dann wird es nämlich richtig cool in der Folge. Dann wird es richtig, richtig cool. So, zack. Den einen noch. Der andere ist schon wieder über alle Berge. Oh Mann, jedes Mal will ich den blöden Baum hier weghacken. Ey, der ist ja mega nervig. Naja. Nehmen wir heute ausnahmsweise den hier. Was ist da im Baum drin? Eat. Oh, wir haben Baum gegessen. Scheint auch ganz lecker zu sein. Bisschen Baumrinde. Naja, gut. Halt, da ist noch so ein Viech. Bleibst du hier, du Sau. Scheiße. Na gut. Den haben wir nicht erwischt. Klick. Dankeschön. So, dann einmal und da hinten rollt Nummer 2. Zack, zack. Jawohl. So, da haben wir uns die Mauern hier schon wieder fertig, die wir uns hier vorgenommen haben. Das ging doch jetzt relativ zackig. Ich würde sagen, jetzt bauen wir hier hinten weiter. Und da vorne. Oh, da kommt Besuch. Zwar ungeladen, aber okay. Komm ran, komm her. Ja, komm her. Hast du Freunde mitgebracht, oder wie? Nicht mit mir. Nein, 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 nein. Erstmal... Klappe zu. So, ein bisschen waschen gehen. Passt. So. Dann holen wir uns noch den Stamm hier und machen, glaube ich, noch ein, zwei Dinger hier fertig und dann wird es auch schon wieder Nacht. Oder sehe ich das falsch? Nein, ich glaube, ich sehe das ganz richtig. Die 20 Minuten haben wir schon bald wieder erreicht. Ich muss sagen, die gingen erstaunlich schnell jetzt rum irgendwie. So. Das drehen wir ein bisschen und dann hier dran. So. Zack, zack. Oh, die sind voll in unser Lager eingeschlagen. Ist aber nichts kaputt gegangen. Gut. Das wäre auch cool, wenn das die Sachen zerschlagen würde. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel erwartet. Da ist noch so ein altes Ding. Scheiße, ey. Warum sind hier überall diese halben Stämme? Das nervt. Und jetzt fängt es an zu regnen, oder wie? Oh, hier ist noch ein Stamm gewesen. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal dich. So. Und noch einer. Die setzen wir hier hin. Oh, naja. War hier nicht. Ach, da. Mein Gott. Orientierungssinn für den Arsch. Und da hinten kommt wieder Besuch. Da sind sie. Mal vorbeigucken und abhauen, ne? Hier liegen genug Blätter rum. Zieh dir mal was an. Komm her. Nein. So kann man dich ja nicht rumlaufen lassen. Mädel, hier bleiben. Ah, ah. So läufst du mir hier nicht rum. Halt, stopp. Ja, auf den Stein setzen, ne? Und draufkacken, oder was hast du da jetzt gerade versucht? Aua, aua, aua. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ah, ah. Vergiss es. Nicht mit mir, aua. Nicht mit mir, aua. Boah, Alter, die geht ja richtig ab hier. Was ist denn los bei dir? Was ist los mit dir? So. Heidena, jetzt ist unsere ganze Rüstung weggeschlagen hier. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Und wir sind schon wieder covered in Blatt. So, und hier liegen schon wieder zwei Stämme drin, die wir übersehen haben. Ey, Wahnsinn. Zack, zack. So. Tadam, tadam, tadam. Ja, und da haben wir den Salat. Wir sind schon wieder erschöpft. Oh, das ist auch eine coole Sache gewesen jetzt gerade. Zack, dann legen wir das da mal drauf. Oh, hoppala. Eieieiei, schmeiße ich hier meine halbe Ausrüstung in meine Hand.
Die wollen, glaube ich, auch ans Feuer. Ist ja auch geil, so ein Feuer. Hat nicht jeder so ein Feuer. So. Da haben wir unsere Energie wieder. Und dann machen wir den hier noch fertig. Oh, 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 jawohl. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Meins. Dankeschön. Gib direkt mal wieder Rüstung. Zack. Zack. Jawohl. Ich ziehe mir direkt an. Zack und zack. Oh, da sind nur zwei rausgekommen, oder wie? Nee. Die liegen wahrscheinlich weiter hinten. So, da hinten wollen sie, alles klar. Hier geblieben. Und jetzt bin ich gerade überlegen, sollen wir so einen Lockholder bauen, aber nee, eigentlich. Hoppala. Entschuldigung. Ich habe mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt. Ich den da hinten gesehen habe und eigentlich sagen wollte so, ey, komm her, aber. Hä, wo ist der jetzt hin? Ach da. Guten Tag. Auch dir kann ich nur empfehlen. Jetzt hat der schon wieder unsere Rüstung kaputt gemacht, du blöder Arsch. Komm her. Ah, ah. Vergiss es. Vergiss es. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nein, nein, nein. Klar soweit? Alter. Die haben da wohl einen Arsch auf, ey. Der nächste, hä? Auch Stress? Hast Probleme oder was? Hä? Dumme Fotze, komm her. Mann. Lass mir doch mal meine Rüstung. Alter. So. Ich brauche Rüstung. Wo ist Rüstung? Komm her. Keine Dreckshasen, die braucht keiner. Ach ja, wie ich jetzt meinen. Wie ich jetzt unseren MP3-Player hier vermisse, unseren Kassettenrecorder, Alter. Echt voll das coole Teil. Ich würde aber sagen, wir packen jetzt hier noch schnell die Baumstämme in eine Wand rein. Ein bisschen drehen. Zack, und zwar haben wir nämlich da noch ein paar rumliegen, sehe ich gerade. Mit ein bisschen Glück reicht das sogar noch für eine ganze Wand. Zack, zack. Ha! Da, wir haben eine ganze Wand rumliegen gehabt, gut. Naja. Und in dem Sinne würde ich dann auch sagen, machen wir hier ein Folgenpäuschen. Bis zur nächsten Folge. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Ciao.